Als nächstes gehe ich hier in 4 rein. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabrina und heute schminken wir diesen Look gemeinsam. Und zwar mit der Essence Into the Snow Glow Palette. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. So ihr Lieben, ich würde sagen, wir fangen an mit der Palette. Ich habe die Palette jetzt schon zweimal getestet. Sie sieht auch schon gut benutzt aus. Also ich muss sagen, ich benutze diese beiden Blushfarben immer als Transition-Farbe, weil ich finde, hier ist nichts groß drin, bis auf dieses helle Braun. Ansonsten sind mir die alle, ja wie soll ich sagen, das ist zu dunkel. Das ist mir auch ein bisschen zu dunkel als Transition-Farbe. Und der Rest der Farben sind ja mit Schimmerpartikeln. Deswegen benutze ich diese zwei matten Blushfarben einfach als Transition-Farbe. Ich würde heute, glaube ich, gerne mal ausprobieren, den etwas rot-braun-Ton und hier diesen rot-orange-Glitzerton. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Da habe ich im Moment sehr Lust drauf, auf so rot-lila-Pink-Töne. Deswegen werde ich das heute mal ausprobieren. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wie ihr sehen könnt, vielleicht Foundation und Augenbrauen und Bronzer habe ich schon. Ich habe halt noch keine Augen gemacht, keinen Highlighter und keinen Blush, weil das nehmen wir heute alles einmal aus der Palette. Aber jetzt starten wir erstmal mit den Augen. Ich habe euch jetzt mal eine Idee näher rangeholt. Ich nehme jetzt einmal den Blush Rosy und einen Blendepinsel. Und ich glaube, ihr könnt ganz gut erkennen, der gibt ganz gut Farbe an meinen Pinsel ab. Und das trage ich mir jetzt in meine Lidfalte und darüber hinaus halt als Transition- und Übergangsfarbe. Und auch hier, ihr müsst ein bisschen schichten, damit ihr halt ein bisschen intensiver die Farbe aufs Lid bekommt. So, Transition-Farbe ist drauf. Also ich finde, das funktioniert mit dem Blush wirklich sehr, sehr schön. Als nächstes gehe ich in den Farbton 4. Das ist ja dieses, ja, braun-rot-farbende Pöttchen. Dann nehme ich hier aus der Bella-Kollektion die 7. Schauen, ob das mit dem Pinsel funktioniert. Ich habe nämlich einige Pinsel, da weiß ich, das funktioniert gar nicht. Dann gibt es Pinsel, da weiß ich, okay, die nehmen die Farbe von der Palette super gut auf. So sieht das jetzt aus. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde. Deswegen nehme ich jetzt nochmal einen anderen Pinsel. Das ist irgendein No-Name-Pinsel. Gehe trotzdem nochmal in die Farbe. Aber auch hier ist die Farbabgabe jetzt nicht so berauschend, wie es halt in der Pfanne aussieht. Also es wirkt deutlich heller als in meiner Pfanne. Ich bin ganz ehrlich zu euch, die Farbe ist wirklich, wirklich schön, aber für den äußeren Augenwinkel flasht die mich so gar nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal in den Morning Sun rein. Ich hoffe, der ist nicht zu glitzerig. Probiere das einfach mal. Und ihr habt ohne Ende Fallout. Also die Palette ist wirklich nicht dankbar, was Fallout angeht. Und dafür finde ich, ist die Pigmentierung bei manchen Farben halt eindeutig zu wenig. Ich bake da jetzt unten mal so einen Hauch. Ich habe jetzt mal ein bisschen gebaked, in der Hoffnung, dass das jetzt besser funktioniert. Und ich das Kickback, das Fallout, hier könnt ihr genau sehen. Ich setze mir das nur aufs halbe Lid, weil wir wollen ja so viele Farben wie möglich testen. Und das geht nun mal nur, wenn man halt entweder zwei verschiedene Augen schminkt. Aber da ich nachher nochmal los muss, habe ich da heute ja, nicht das Bedrängnis zu. Ich möchte halt ungern mit zwei verschiedenen Augen nachher rausgehen. Deswegen machen wir mal heute ein paar mehr Farben. Das stört mich beim Rausgehen dann nicht so sehr. So sieht das jetzt bisher aus. Mir ist das noch ein Stückel zu nichtssagend. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal in Blossom rein. Das ist dieser Grauton. Und setze mir den wirklich nochmal ins äußere V, um es ein bisschen dichter und zu vertiefen, ein bisschen mehr Ausdruck einfach ins Auge zu bringen. Dann nehme ich jetzt so einen schmalen Blendepinsel. Farbe haben wir, jetzt schauen wir nur noch mal. Ja, die sieht doch schon ein bisschen besser aus. Die gebe ich da jetzt einfach noch mal ein bisschen drüber. Das ist mir einfach zu schwach, bin ich ganz ehrlich.
das habe ich jetzt nochmal drüber gegeben, einfach das Blossom. Das gefällt mir jetzt ein bisschen besser, weil so hat man ein bisschen mehr Tiefe im Auge und nicht so, ja, Farbton in Farbton. Jetzt gehe ich nochmal in den Blush Rosy und verblende das nochmal so ein bisschen zusammen. Dass das ein bisschen harmonischer ist und nicht so eine harte Kante. Als nächstes wollten wir ja Retro benutzen. Wir lassen uns überraschen. Ich bin sehr gespannt. Dann nehme ich mir jetzt mal einen Pinsel und mit dem bin ich bisher immer ganz gut gefahren mit der Palette. Und dann tupfen wir uns das mal aufs Lid. So sieht das jetzt aus. Also Leute, das ist wirklich jetzt Geschmackssache. Aber ich finde, das haut mich gar nicht um. Bin ich ganz, ganz ehrlich zu euch. Also ich hatte als allerersten Tag, als ich die Palette benutzt habe, habe ich halt hier diesen Cloud geschminkt. Und den fand ich richtig gut, den Ton. Also der sieht richtig schön aus, auf dem Auge auch. Aber dieses Retro, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, flasht mich gar nicht. Ich werde das jetzt nochmal versuchen, nass aufzutragen und dann lassen wir uns mal überraschen, wie das funktioniert. So sieht das jetzt aus. Also das Rot ist deutlich mehr, aber ich finde, dadurch, dass in dem Farbton so viel Glitzerpartikel sind, kommen die auf dem Lid gar nicht rüber. Ich werde das jetzt auf dem anderen Auge auch nochmal machen und dann nehmen wir uns einfach nochmal ein bisschen Highlighter und tupfen den oben mit drauf, damit wir so ein bisschen Schimmer im Auge haben. So, jetzt nehme ich mir so einen Pencilbrush und wir nehmen einmal Light Casual. Das ist die Highlighter-Farbe. Gebe ich mir auf den Pinsel und die mache ich zwischen Grau und Rot. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. So, ich habe das soweit es geht verblendet. Jetzt nehme ich mir meinen Finger und gehe in Diamond rein. Das ist der helle Highlighter. Wirklich nur einmal ganz leicht und dann tupfe ich mir das hier so ein bisschen vorne drauf, damit man so ein bisschen Schimmer hat, aber wirklich nicht dolle, nur so ein Hauch, weil ich finde so ein bisschen Schimmer im vorderen V vom Auge immer ein bisschen ansprechender, als wenn das alles so komplett matt ist. Dann nehme ich mir jetzt hier mal meinen Puder und meinen Fallout ab und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich mache das ja eigentlich echt ungern, weil das immer unter dem Auge so austrocknet. So, ich würde jetzt sagen, ich mache mir jetzt noch einen Lidstrich, klebe mir meine Wimpern auf und dann machen wir den unteren Wimpernkranz und dann sehen wir uns gleich wieder. Lashes kleben. Ich trage übrigens heute die von Adele und Tamtam Beauty. Ich liebe diese Wimpern, wirklich, ohne Witz. Kümmern wir uns jetzt aber um den unteren Wimpernkranz, damit wir den Look auch vollenden. Und zwar nehme ich jetzt einmal dieses Schwarz, das heißt Night. Das ist nicht ganz so schwarz wie normales Schwarz, das geht eher so ins Anthrazitfarbene. Nehme ich mir so einen angeschrägten Pinsel, gehe rein in die Farbe, gebe gut Farbe ab und das setze ich mir hier ins Äußere. So lasse ich das jetzt im äußeren V mit dem dunklen. Jetzt nehme ich mir so einen kleinen Pinsel und gehe hier in die Blushfarbe Devon. Das ist dieses lilane etwas. Trage mir das auf das restliche untere Lid auf. Das ist jetzt nicht so krass pigmentiert, aber es staubt enorm. Also auch hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also sehr, sehr puderig. So, Fallout nochmal entfernen. Jetzt tusche ich mir noch die unteren Wimpern. Da benutze ich gerade von Catrice die Lash Bresser Comb Mascara Volume and Länge. Also Volumen und Länge gibt die. Ja, komme ich ganz gut mit zurecht, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt oder ob die das Sortiment verlässt oder schon verlassen hat, weil ich habe die aus dem Adventskalender. Jetzt kümmern wir uns eben mal um Blush. Da nehme ich hier von Essence aus dieser Weihnachts-LE den Pinsel und gehe in die Farbe Pink, Wink und Rosy gemischt. Also die Farben, die wir quasi auch auf unserem Lid haben. Jetzt kann ich euch mal zeigen, ich habe jetzt beide Farben wirklich auf dem Pinsel. Es sieht enorm viel aus, aber wenn ich jetzt klopfe, ist kaum noch Produkt auf dem Pinsel. Also auch jetzt ins Gesicht, man sieht eigentlich nichts. Und meine Palette ist völlig krümelig. Ihr dürft eigentlich nicht abklopfen, um ein bisschen Blush auf eure Wangen zu bekommen. Und hier seht ihr vielleicht auch,
wie das staubt und pudert, finde ich so ein bisschen traurig, das Ganze. Da hat Essence schon mal deutlich, deutlich bessere Paletten einfach auf den Markt gebracht, muss man ehrlich sagen. Auch wenn die Palette wirklich, wirklich schön ist, will ich gar nicht abstreiten. Ich mag die wirklich super gerne. Ich trage die richtig gerne, aber man muss halt im Hinterkopf behalten, man muss wirklich mit ihr ein bisschen arbeiten und man muss ein bisschen Zeit mitbringen, damit man halt ein ausdrucksstarkes Make-up schaffen kann. So sieht es jetzt aus. Es ist sehr neutraler Blush. Man sieht ihn, aber man sieht halt nicht so overblushed aus. Ich mag das super gerne, wenn das so ein bisschen dezent, man hat nur so ein leichtes rotes Wänkchen, perfekt. Jetzt nehme ich mir noch einen anderen Pinsel und jetzt kümmern wir uns mal ums Highlight. Und ich werde wieder diese beiden hier mischen, und zwar einmal Diamond und einmal Fairy. Die beiden, ich finde, das ist so die schönste Kombi einfach. Und zwar trage ich mir das hier einmal auf. Auch hier seht ihr, das staubt überall. So, und was ich jetzt mache, ich gebe mir jetzt ein bisschen Fixing Spray auf mein Gesicht. Und jetzt gehe ich mit dem gleichen Pinsel in Fairy, das ist der ja etwas dunklere. Und trage den auf das halb feuchte Gesicht noch auf. Dann gibt der nochmal so ein bisschen mehr Bums ab. Jetzt mache ich noch Lippenstift drauf. Da nehme ich einen ganz klassischen nudefarbenen Lippenstift. Da benutze ich heute mal zum Testen von Maybelline den Color Drama in der Farbe 610. Den habe ich noch nie getestet. Der ist aus dem Adventskalender. Heute probieren wir das mal aus. Der hat so einen Schwammapplikator. Sieht so ein bisschen glossig aus, aber klebt gar nicht. Das finde ich schon mal super gut. Also gefällt mir. Jetzt müssen wir nur mal den Haltbarkeitstest machen. Und dann haben wir den fertigen Look. Ich finde, er kann sich echt sehen lassen. Also dafür, dass ich so ein paar Anfangsschwierigkeiten mit der Palette hatte, muss ich sagen, gefällt mir die Palette wirklich, wirklich gut. Leute, ganz sicher. Natürlich muss man mit zurechtkommen, man muss mit arbeiten können, man muss bisschen aufbauen, wenn man ein bisschen was Intensiveres haben möchte, so wie ich es immer ganz gerne trage. Man muss mit Fallout rechnen, aber wenn man das alles im Hinterkopf behält, finde ich, ist die Palette wirklich unfassbar schön. Ich mag sie wirklich, wirklich gerne. Nicht umsonst habe ich sie schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal benutzt, anstatt andere Paletten. Deswegen große Empfehlung, falls ihr sie noch bekommen solltet im Laden, könnt ihr ruhig getrost zugreifen. Falls ihr sie nicht bekommt und sagt, oh, was ein Ärger, ich möchte sie jetzt gerne haben, dann schaut unten mal in die Infobox, da verlinke ich euch ein Video, wo ihr die Möglichkeit habt, diese Palette zu gewinnen. Und dann würde ich sagen, war's das. Was sagt ihr zu dem Look? Findet ihr ihn gut oder lieber nicht? Habt ihr die Palette? Mögt ihr die Palette? Wenn ja, lasst es mich gerne unten mal in die Kommentare wissen. Gibt es irgendeine Palette aus meinem Schubfach? Ihr habt ja in meiner Schminksammlung gesehen, was für Paletten ich habe. Gibt es irgendeine Palette, wo ihr sagt, Brina, schminkt da unbedingt mal einen Look mit? Ich möchte das gerne mal umgesetzt sehen, so wie du sie benutzt. Dann lasst mich das unten auch gerne in den Kommentaren wissen. Dann werde ich das, sobald es geht, umsetzen, selbstverständlich. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.